Im Erfurter Opernhaus gräbt man gern nach musikalischen Schätzen und ist jetzt sogar auf das Werk eines Erfurter Komponisten gestoßen. Auf die Oper »Das Käthchen von Heilbronn« von Karl Reintaler. Doch der 1822 geborene Erfurter Musensohn Karl Reintaler, der nach Studienjahren in Berlin und in Köln, vor allem in Bremen, wirkte, war in erster Linie der ausübende Künstler und weniger der genial-schöpferische Komponist. Andererseits aber hat Reintaler auch nicht nur Gelegenheitsmusik geschrieben. Er kommt eben von der Chormusik, von der Vokalmusik her, hat aber auch Instrumentalwerke geschrieben. Das heißt, er wusste auch, wie ein Orchester funktioniert, wie man da Spannungsbögen aufbaut und hat eben mit dieser Oper dann auch großes dramatisches Talent bewiesen. Schon beim ersten Hören seiner Musik aber entstehen durchaus Verbindungslinien zum frühen Richard Wagner, zum Holländer Tannhäuser oder Lohengrin. Viel stärker sind tatsächlich die Anklänge an Mendelssohn, an Schumann. Es gibt Stellen, die stark nach Brahms klingen. Die beiden waren ja auch eng befreundet. Deswegen haben wir uns manchmal auch zu der in Anführungsstrichen Behauptung verstiegen, wenn Brahms eine Oper geschrieben hätte, würde die vielleicht so ähnlich klingen. '81 hatte Reintalers Käthchenoper seine Uraufführung in Frankfurt erlebt. Aufführungen an weiteren großen Bühnen in Hamburg, Leipzig und Dresden schlossen sich an, ehe die recht kurze Rezeptionsgeschichte des Werkes mit einer Inszenierung an der Berliner Hofoper 1890 ihr Ende fand. Und das Werk jetzt nach über 100 Jahren seinem Dornröschenschlaf zu entreißen, bereitete natürlich schon einige Schwierigkeiten. Ja, es war noch verhältnismäßig einfach, eine Partitur zu finden. Die ist zwar auch nicht häufig, da gibt es also weniger als 10 Exemplare noch weltweit, aber die gab es nur. Man braucht ja auch Orchesterstimmen, um sowas dann realisieren zu können. Und die gab es nicht mehr oder wenn, dann nur in handschriftlicher Form, aus denen heute nicht mehr gespielt werden kann, sodass dann doch die Aufgabe vor uns stand, ein vollständig neues Notenmaterial herzustellen. Dazu kommt, dass der Komponist selbst mehrere Fassungen hinterlassen hat und man das auch einfach erstmal sichten musste, um dann auch zu entscheiden, welche Werkgestalt dann hier tatsächlich auch inszeniert werden soll. Mit großen, tableauartigen Szenen wird die Geschichte vom Käthchen und ihrer übergroßen Sehnsucht zum Grafen Friedrich Wetter vom Strahl auf Erfurts Opernbühne erzählt. Beflügelt auch von einigen melodisch sehr eingängigen Arien und Ensembleszenen. Ein Erlebnis also für die Freunde der romantischen deutschen Opernkunst.